Heute sehen wir uns an, wie MDX-Abfragen im SQL Profiler überwacht werden können. Oftmals ist man auf der Suche nach Performance-Problemen und der Profiler bietet dazu viele Möglichkeiten. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich bin nun mit dem Management Studio auf eine OLAP-Datenbank verbunden. In diesem Fall die AdventureWorks Datenbank. Ich habe dazu den Browser-Modus gestartet, um die Abfragen im Profiler zu testen. Im ersten Schritt starten wir den Profiler. Dazu geht man ins Menü unter Tools und klickt auf SQL Profiler. Anschließend öffnet sich der Profiler und erhält dieses Fenster. Im zweiten Schritt definieren wir nun im Profiler, welche Abfragen wir überwachen möchten. Dazu gehe ich hier im Menü auf New Trace oder auf Datei New Trace und gebe an die Analysis Services und den Servernamen. Anschließend bekomme ich dieses Fenster, wo ich einzelne Konfigurationen zur Einschränkung der Abfrage definieren kann. In diesem Fall in der Event Selection im zweiten Blatt habe ich nun viele Ereignisse und Notifications, die ich vom OLAP-Datenbankserver abfragen kann. Damit der Informationsfluss übersichtlich bleibt, deaktiviere ich nun alle Events, die ich nicht ausschließlich für MDX benötige. Jedoch behalte ich mir folgende Kategorie aktiviert, und zwar die Abfragenereignisse. Diese behalte ich, damit ich nun die Abfragen sehe. Die restlichen Ereignisse tue ich nun deaktivieren. Nachdem ich das gemacht habe, bestätige ich mit Run und habe nun ein neues Fenster, das auf Abfragen wartet. Ich beginne nun im Browser-Modus ein Measure hier reinzuziehen, klicke auf Ausführen und erhalte nun im Profiler bereits die ersten Abfragen. Wie man hier sieht, sehe ich, dass das Measure Internet Total Margin ausgeführt worden ist und wie diese Abfrage aufgebaut ist, sowie zusätzliche Eigenschaften. In diesem Fall kann ich dann nun gezielt vorgehen, um eine MDX-Abfrage isoliert zu betrachten bzw. Performance-Einbußen festzustellen. Wenn ich das nicht in diesem Fenster untersuchen möchte, habe ich auch die Möglichkeit, in den Eigenschaften bzw. Einstellungen auch das Ergebnis mit Save to Table in eine SQL-Datenbanktabelle zu speichern. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.